Rap La Rue, Finale, der Kampf um die Zimmer. Ich sehe jetzt gerade, ich dachte mir gerade so, okay, wir sind schon im Finale, also ne, wir haben 1 von 8. Das heißt, wir haben jetzt erstmal die nächsten 8 Wochen, haben wir jeweils am Sonntag schön 18 Uhr hier den Stream und werden uns das mal gönnen. Wer ist denn euer Favorite? Favorite, der gewinnen soll. So, einfach so von den Runden davor. Ich hätte halt safe Money gesagt, ne? Safe, aber ist halt sehr, sehr schade. Wer es nicht mitbekommen hat, der ist ja leider genau wie Saint nicht mitgeflogen, weil die irgendwie Probleme hatten mit dem Pass oder so. Oder Visum oder sowas. Von daher sehr, sehr schade. Ich muss sagen, die letzte Runde war krass. Und ansonsten, ich fand Breel noch gut. Ich fand Le Malade gut. Ich fand Parda gut. Also gibt schon ein paar. Okay. Da-da. Da-da. Das ist so ein schönes Intro, ne? So ein schönes Intro, Mann. Folge 1. Oh. Kampf um die Zimmer. Wir haben eine Erzählerstimme. Okay. Wow. Ah. Go. So ein schönes Intro, Mann. Einfach um in diesen Vibe zu kommen. Bleib mich hier, Savi. Du kriegst mich nicht weg. Nicht stolpern, ha? Nicht stolpern. Ema! Wie so eine richtige Klassenfahrt, ja? Wirklich, Klassenfahrt von der Schule, Mann. Okay, check, La Familie. Perfekt. Wir sind in Marrakesch, wir sind angekommen, alles tranquil. So, alles tranquil. Ich sag ehrlich, ich hatte ein bisschen Stress. So, ich habe den Spitznamen bekommen. Straftäter und so, tschüss, ich kann noch nichts dafür. Es gab Filme am Flughafen, ich hatte auch Paranoia. Polizei lässt mich nicht durch. Aber ich bin ein guter Junge für alle. Egal, was für Gerüchte ihr hört, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich glaube, ein paar Leute haben auf jeden Fall ein paar Probleme, Stress. Leute haben im Flugzeug gekotzt. Ich werde keinen Namen droppen und so. Ich glaube, ein paar können sich das denken. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe das ganze Flugzeug voll gekotzt. Von egal, an meinen Sitz, dem Boden, bah. Die Tüten. Oh, im Flugzeug ist halt echt ekelhaft, ne? Ich habe mich richtig krass auf diese Villa gefreut. Ach, ist doch nicht schlimm, Mann. Gehst du duschen und gut ist? Ewa. Ewa! Was geht ab? Hab ich das richtig verstanden, dass Sammy irgendwie Flugangst hat und mit, was war das, mit Zug oder irgendwie sowas bis dahin gereist ist? Holy shit! Zug und Fähre. Boah. Herzlich willkommen im Finale, Adrian! Sehr gut angezogen, okay. Baba! Sehr schön. So, ihr seid hier, wir sind in Marrakesch, wir haben es geschafft. Geiler Pool, geiles Wetter, wir chillen, habt ihr euch verdient. Voilà, die letzte Runde, ich muss euch allen nochmal Props aussprechen. Eure Songs waren alle on fire, Adrelis. War sehr, sehr, sehr heftig. Richtig Bock, schöner rein? Vibe, Mann, wirklich. Bruder, das Problem ist aber, es gibt nicht Platz für alle. Das ist das Problem. Bei ihm sieht es ein bisschen aus so, wie so ein Friseur-Ding, Alter. Sammy sieht Baba aus. Alter. Wir haben nicht Platz für alle. Bruder, der Sammy hat uns geknallt, ja. Der Sammy hat uns geknallt. Wir sind 18 Leute. In der Villa gibt es allerdings nur 16 Plätze. Ach, zwei das heißt, direkt zwei von weg. Euch werden uns jetzt hier an Ort und Stelle verlassen müssen. Das ist so ekelhaft, wir wollten ne? In die Villa rein. Der Bergherr und ich, wir haben uns Maximum gefreut. Wir haben uns schon alles ausgemalt und so. Welches Zimmer nehmen wir, dies, das.
Wir kommen hier an, auf einmal der Sammy, der sagt, zwei fliegen heute nach Hause. Ja, nee, nicht nur ihr seid raus, ihr fliegt heute nach Hause, Bruder. Boah, und das nach so einer Reise. Ihr seid weit gekommen. Das ist nervig, Mann. Auf euch alle. Was ihr geschafft habt, das haben tausende andere nicht geschafft. Wie war das bei Eike nochmal? Da war es nicht am gleichen Abend, glaube ich, sondern irgendwie am Morgen danach, glaube ich, durften die abreisen oder sowas, oder? Oder war das auch sofort? Also die Challenge, glaube ich, war sofort, aber ich glaube, das Abreisen war nicht direkt. Ihr könnt euch alle auf die Schulter klopfen, dass ihr den Weg bis hierhin gemacht habt. Und auch wenn wir uns jetzt von zwei verabschieden müssen, Wallah, es war eine super Zeit. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß, ja? Küsst eure Herzen. Ja, stell dir mal vor, du bist gerade auf Reise und bla bla bla, kommst da an und kriegst erstmal als Ansage so von wegen, ey Leute, aber es war wirklich schön mit euch. Ey, es war echt geil mit euch. Zwei sind weg heute, aber das ist... Das ist so mies. Challenge, ne? Nummer 1 folgt jetzt. Wir teilen... Okay, dann bitte der Rest zurück und die zwei Team-Captains nach vorne. Bei euch genauso, oder? Genau das Gleiche. Wie die da standen einfach, ne? So von wegen, hä, was müssen wir machen? Warum haben wir mich gewählt? Ich dachte, das Ding ist, ich dachte, Gio und ich, weil vielleicht ist ja eine Song-Challenge. Challenge Nummer 1. Jetzt sag nicht, es ist kein Quiz. Die Teams wurden bestimmt... Nein, das ist nicht dein Ernst, dass die jetzt ein Quiz machen müssen. No way. Stell dir vor, du gehst zu DSDS, musst erstmal so ein Kreuzworträtsel machen oder so. Und die Captain wurden bestimmt. Okay. Ich werde euch jetzt in Challenge 1 einweisen. Ihr habt euch in zwei Teams aufgeteilt. Ach, glaube ich nicht. Und diese zwei Teams haben wiederum zwei Captains. Ihr spielt jetzt um den Einzug in die Villa. Das erste Team, das ist schon, was gewinnt, darf in die Villa und ist gesichert. Das Team, was verliert, aus diesem Team werden vier Leute gegeneinander antreten und zwei davon werden nach Hause fahren. Ah, da bestimmt dann Gesang. Das Spiel, oder so, um zu entscheiden, welches Team gewinnt, ist ein Rap-Quiz. Es geht jetzt um ein Rap-Quiz. Das ist so Troll. Das ist so Troll. Das ist so Troll. Nein, also ich sag mal so, was ich jetzt denke. Ich glaube, das ist einfach nur zur Unterhaltung. Im Endeffekt in der zweiten Gruppe, wo dann welche fliegen, ich glaube, da wird dann wirklich Musik gemacht und da wird wieder, ich glaube, das ist eigentlich gut geregelt, muss ich sagen, weil das hat keinen Einfluss auf die künstlerische Musik. Musik, sondern halt, ne? Sondern, ja, also künstlerische Dingens, aber ja. Find ich fair, muss ich sagen. Ja, also, es geht um ein Rap-Quiz bzw. Musik-Quiz. Ich werde euch gleich ein paar Fragen stellen. Und ihr nehmt pro Team ein Handy und schreibt zusammen, also jetzt nicht wirklich mit den Fingern drauf, aber ein Handy nur, eine Antwort. Wenn wir sagen, bitte jetzt aufhören und zeigen, dann müsst ihr zeigen. Okay. Ihr habt 20 Sekunden pro Frage und wir stoppen die Zeit. Ne? Wie die ich möchte stehen. Die Teams dahinter bitten, ihr dürft nichts sagen. Ja? Nichts. Ihr müsst ruhig sein. Hören wir ein Flüstern, dass euer Team disqualifiziert für diese Challenge und ihr verliert direkt. Junge, wie ernst auf einmal alles ist. Ich stoppe die Zeit. Die erste Frage kommt von Abaya jetzt. Wie nennt man in Songwriting dieses Reimschema? A, B, B, A. Zeit läuft. A, B, B, A. War das der Umklammernde? Ruhig, ey, ich bin nicht Jay Jiggy, Alter. Punktabzug für mein Team, weil hinten geflüstert worden ist. Umarmen, nein. Kurz ruhig. Punktabzug für dieses Team. Der erste Punkt geht nach Team Abaya. Ich glaube, das ist nochmal was ganz anderes. Ihr dürft keinen Ton verlieren. Ein Punkt für Team Abaya. 1-0. Nächste Frage. Hä? Wie? Wie wird das Wort... Was war denn jetzt die Antwort? Hä, hab ich nicht hingehört? Punktabzug für dieses Team, der erste Punkt geht nach Team Abaya. Ach so, weil die gequatscht haben. Sorry, ich habe auf Chat geachtet. Ihr dürft keinen Ton verlieren. Ein Punkt für Team Abaya, 1-0. Okay, ich guck nochmal. Nächste Frage. Okay, warte, stopp. Blockreim, umarmender Reim, eingebetteter
oder umschließender. Scheiße, was habe ich denn gesagt? Umklammernder, ne? Scheiße, Alter. Fast, fast. Wie wird das Wort Adlibs buchstabiert? D-D-L-B-S. Nicht, nicht spoilern, Fran. Stopp. Das ist echt spannend gemacht, muss ich sagen, ne? Echt. Er geht noch auf die erste Frage. Ich hab noch erste Frage im Kopf. Guck mal. Ist falsch, gell? Ja, wir haben einen Punkt. Okay. Scheiße. Okay, also viele Leute denken, das Wort Adlibs kommt von Lippen, aber das kommt nicht von Lippen. Das kommt von Ab. Liberatum oder so aus dem Lateinischen, das wird mit B geschrieben. Adlibs. Geil, oder so. Also ein Punkt an Team Abayer. Ja. 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 Dritte Frage. Zeit läuft. Wie heißt Bushido mit Vornamen? Anis oder Anis? Ist egal, ob wir das richtig schreiben. Ja, einfach aussprechen, ja. 10 Sekunden. Ich würde gern ein bisschen mehr von denen hören, wie die also Zeit raten und so, ne? Aber ich glaube, die haben keine Kamera und so direkt da. Anis. Der heißt Anis Fashishi. Anis, ja. Anis Fashishi, richtig? Ja. Okay. Okay, Punkt an beide. Punkt an beide. Okay. Wie nennt man im Songwriting dieses Reimschema? A, B, A, B. Kreuzreim. Zeit läuft. Holy shit. Kreuzreim. Oder? 10 Sekunden. X-Reim. Ich denke mir immer halt. So, ich hab. Ich weiß nicht, ich bin nicht vorbei. So der. Theorie. Gedichtanalyse und Deutschland. Yes. Nein, falsch. Kreuzreim. Kettenreim haben sie. Ein Punkt. Es ist kein Ketten, es ist ein Kreuzreim. A, B, A, B. Ist das eine Quizshow oder Rapshow? Beides. So. Beides. Wer war der erste deutsche Künstler, der jemals die Diamantenauszeichnung erhalten hat? Bowie. Zeit läuft. Na, das war nicht der erste, oder? War das Bowie? Ich würde sagen Bowie. Der erste. Ist richtig? Der erste jemals. Deutsch, ja. Ja, ich meine, ich kenne keinen Song, ganz der bekannter so Song, hart, den kennt ihr alle. So hart international oft gecovert wurde. 5 Sekunden. Das, ja, das war der Song. Stopp. Russland, Schweden, glaube ich. Ich glaube, 4 Leute. Dieter Bohlen. Geil. Bowser, was du Liebe nennst. Ja. Krass, ne? Ja? Migos sogar, stimmt. Was habt ihr für eine Antwort gehabt? Stimmt. Apache ist falsch. Also kein Punkt für beide Teams. Jungs, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Jungs, Ruhe. Okay, okay. Ruhe. Kein Punkt an kein Team. Beide falsch. Nächste Frage. Wer war 2023 der meistgestreamteste Rapper Deutschlands? Zeit läuft. Wer war das am Ende? Luciano, Apache, Raf. Einer von den drei. Einer von den drei. Red dich nicht um, Haaland. Wer es am Ende gewesen ist? Keine Ahnung. Wobei, ich glaube, Apache zum Ende hin gar nicht mehr, ne? Nee, Apache glaube ich Zeit nicht mehr. Zeit vorbei. Der hatte ja am Anfang, nee. Ergebnisse. Kann eigentlich nur Raff oder Luciano Apache gewesen sein. Apache. Punkt Bayern weite. Lass einfach gehen. Lass uns einfach aufhören, Alter. Apache, echt? Ich dachte, Apache zum also, ja, okay, meistgehörter des Jahres insgesamt. Krass, Alter. Okay, ich dachte, irgendwas gelesen zu haben, dass Raff irgendwie, was war denn das letztes Jahr? Der hatte doch da irgendwas bekommen oder irgendwas gesagt oder irgendwas. War da nicht irgendwas? Ich weiß es nicht. Was war das? 5-2. Okay, jetzt kommt eine Schätzfrage, Leute. Der näher dran ist, kriegt den Punkt, okay? Geben wir den 30 Sekunden oder 20? Wir geben euch 30 Sekunden diesmal. Ich will nichts von hinten hören. Auch ihr dürft nicht untereinander reden. Euer Team verliert den Punkt direkt.
weiß nicht mehr, was es war. Es geht los. Also, wie viele Songs kommen jeden Tag auf Spotify neu dazu? Wie viele Songs kommen euch täglich auf Spotify, Alter? Junge. 5 Sekunden. Boah. Ey, was sagt ihr? Wie viele Songs kommen am Tag raus, Alter? Am Tag? Ey, ich hab keine Ahnung, Mann. 860.000, sagst du. 4K. 4K glaube ich nicht, ist zu wenig. 100K. Boah. Also ich glaube schon, dass es im dreistelligen K-Bereich, glaube ich schon irgendwie. Sagst 30K? Ja, Mio ist, glaube ich, nicht. Nee, das glaube ich nicht. Boah, aber das ist eine geile Frage. Wie viel? Zeit's vorbei. Boah. Nein, auf deine Karte. Laut Google ist Apache. Okay. Okay. Dann was? Was hast du? 150K. Ich habe 3000. Ja, 150K. Okay, also der Hund geht ganz klar an Abayas Team. Weil 120.000 am Tag. 120.000, dreistellige K. Hab ich doch gesagt. Krass, Alter. 3000 ist echt hart. Das ist krass, Mann. Vorbei, gell? Ich glaube, es ist vorbei, gell? Weil die können den Punktstand nicht mehr einholen. Okay, kurz Ruhe, zuhören. Hey! Fran. Jungs, zuhören. Da Team Sammy den Punktestand nicht mehr einholen kann, hat Team Abaya gewonnen. Gut, gut, gut. Ihr seid sicher und ihr dürft in die Villa eintreten. Wie das so aussieht, so. Ihr dürft eintreten. Hereinspaziert. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich eine musikalische Auseinandersetzung. Freue ich mich drauf. Ich habe jetzt überhaupt keinen Überblick, wer in welchem Team ist, aber das sehen wir jetzt gleich, ne? Ey, aber bevor ich reingehe und so, ne, damit doch jeder hier weiß und so, jeder von diesen Jungs ist krass. Jeder ist krass, bei Gott. Ich nehme das größte Zimmer. Wir kommen wieder, Wallah. Jeder von euch, ich schwöre. Das sieht schön aus, Mann. Geil. Ich sag euch ehrlich, bevor ich anfange, irgendwas zu erzählen, wer hat mit mir gerechnet, Allah? Berkay Nordi ist hier. Free out to the motherfucking one, baby. Mega. Nice, let's go. Geiler Pool. Ja, also ich erwarte hier Videos, ne? Meine Fresse, Alter. Ein bisschen Lichtshow, ne? Hier schön auftreten lassen, da auf dem ganzen. Also ich, ich erwarte was, ne? Die nächsten 8 Wochen, Alter. Also das, was Icon gebracht hat, ich will Spaß haben. Ja, natürlich, ab rein ins Wasser, ne? Ey, als ob ihr das nicht machen würdet, oder? Als ob. Ernsthaft jetzt. Natürlich. Krass. Sehen, natürlich cool. Mit Klamotten ich rein da. Ich habe keinen Urlaub gehabt. Einfach natürlich. Reinspringen. Einfach reinspringen. Auf jeden Fall geil. Auf jeden Fall sehe ich die Shorty mit ihrer Ledertarnung. Oha. Krass. Ich habe gerade eine Nachricht reinbekommen von BHZ. Der Künstler Dead Dog ist verstorben. Oh, wie traurig, ey. Die Weste und diese Leibchen in diese Wasser. Ich bin nicht, was geht da? Und deswegen, Leute, deswegen meinte ich gerade, Leute, genießt das Leben. Das Leben ist kurz, das Leben ist wirklich. Alter, wenn ihr einen Pool seht, ey, wenn ihr geiles Wetter habt, springt rein, macht euren Spaß, habt Spaß, seid glücklich. Lasst euch nicht aufhalten. Mann. Scheiße, Alter. Was war das? Was war das? Oh. So, ihr habt es leider noch nicht in die Villa geschafft. Wir haben jetzt die Option, 2 von euch opfern sich und nehmen jetzt das Ticket nach Hause. Oder wir überlassen es den Zufall, packen eure Namen in einen Topf und ziehen... Na, das kennen wir doch schon. Also, das kennen wir doch schon. Überlassen es den Zufall, packen eure Namen in einen Topf und ziehen 4 Leute
die gegeneinander antreten in einem ganz normalen Songbattle. Ihr dürft entscheiden. Das ist ja krass dreckig, ja. Vier einzelne Songs. Solo-Songs. Okay, aber ich finde es fair, dass er immerhin direkt sagt so, ey, guck mal, ne, die Leute kommen dann direkt in so ein Battle und so. Ich weiß noch, das war am Anfang bei Icon, dachte man halt direkt raus, ne? Ist okay. Ich glaube, keiner wird sich opfern. Ihr entscheidet das. Wir machen das mit Zufall, oder? Ja, ist doch cool. Zufall? Ja, ist doch cool. So dann nice. Machen wir es, wie der Zufall es will. Ist das ein Gucci-Schal oder was? Guten Morgen, Herr Zufall. Dankeschön. Herr Zufall. Hier sind eure Namen drin. Sagt das, Skandal? Ich muss noch mal sagen, weil wir stehen jetzt gerade vor einer Entscheidung oder beziehungsweise vor einem Battle. Ich bin wirklich stolz auf euch, was ihr bis hier gemacht habt, und ich sehe sehr große Namen. Ja? Sehr, sehr gut noch mal so zu reden. Es ist aber das Turnier. Finde ich wichtig, ja. Und jeden Tag werden uns mehrere Leute verlassen. Heute ins Battle geht... Boah. Haaland. Erstes Battle. Direkt Haaland, der... Mufasa. Direkt. Oha. Mann. Guter Blick, guter Blick. Pada. Willst du mich verarschen? Mach mal Zufall zurück. Leo, Bruder. Also wie folgt. Oh, gibt es jetzt okay. Ein Songbattle okay. Zwischen Pada und Leo. That's the game. Und ein Songbattle zwischen Haaland und Mufasa. Ihr tretet beide mit einem Einzelsong gegeneinander an. Der Verlierer der Battles, zwei Stück, fliegen heute leider nach Hause. Ich weiß, es ist hart. Es ist die Show. Ich wünsche euch viel Glück. Ich drücke euch die Daumen. Gebt Gas. Wir sehen uns. Mögen die Spiele beginnen, Alter. Hab Bock. Hab Bock, hab Bock. Let's go. Okay. Haaland hat eine starke Fanbase schon, muss ich sagen. Ey, wir sind Verlierer. Wallah, wir sind Verlierer. Er ist so sympathisch, Mann. Wenn wir wirklich ausgeschieden sind heute. Der Kapitän geht, aber mit Ehre. Ja, richtig. Ja, ich finde es gerade, ist sehr spannend, muss ich sagen. Also gerade bei Haaland gehen die Meinungen auseinander, muss ich sagen. Pada hat mich so überrascht, ne? Wer macht uns jetzt die Tür auf? Krass, okay, ich bin ready, ich bin offen. Wir machen alles auf Null. Was ich jetzt im Nachhinein auf jeden Fall bei Haaland sagen muss, was ich krass finde, sind die Nomenreime, ne? Einfach Onkel. So werden Texte geschrieben, auf diese Handy. Ey, mit marokkanisch. Meins sieht genauso scheiße aus, Alter. Meins sieht genauso scheiße aus. Tschüss, SIM-Karte. Erstmal tranquil. Wir sind hier für heute eure Produzenten. Die Villa ist auf jeden Fall mehr als tranquil, die ist sehr soft. Hoffentlich gefällt ihr euch auf jeden Fall. Wir werden heute auf jeden Fall die Session mit euch machen. Und ja. Let's go. Wir haben zwei Stunden Zeit, Leute. Ich hab zwei gehört, Stunden. Ihr seid die Verlierergruppe. Ja, auch Verlierer. Ja, was du sagst da? Bruder, ich bin's da jetzt. Am besten jetzt mal die Leute, die heute antreten, mal bitte vorkommen. Ah ja. Dass wir mal wissen, was ist. Oh. Es gibt ein sehr interessantes Battle. Geil. Ich will auf jeden Fall mit ihnen auch arbeiten. Der sieht so aus wie ein geisteskranker Produzent. Ich schwör's dir, Bruder. Oder ich bin psychisch gestört. Dann haben wir doch eine Gemeinsamkeit. Okay, das ist gut. Bipolar. Boah, hat gut. Leider nicht, aber irgendwann, Charla. Okay, Jungs. Irgendwann. Auf jeden Fall, wir haben jetzt
2 Stunden Zeit, wir müssen 4 komplette Songs aufnehmen. Okay. Ich würde sagen, let's go, kommt rein. Hallo. Die Hälfte von unseren Leuten hat jetzt eine Depression. Ich schwöre es, ich gucke nach rechts. Ich sehe einfach Fahrrad schon am Schreiben. Guck mal bitte. Guck mal, check das mal ab. Mann. Bruder, aber. Voilà. Arbeit, der Check. Arbeit, Bruder, das ist ein Macher, ja. Ich schaue mich zeigen nach. Auf den Hintern. Aber also, wer krass, der vorhin hätte gesagt. Geil, krass, Mann. Genau. Reiner. Aber ich sag dir ehrlich, der wäre auch nicht mit hergekommen. Der kommt doch nicht damit her, Bruder. Dankeschön. Jemand, der nicht weiterkommen will, Bruder, komm nicht her. Richtig. Richtig. Das ist Competition am Ende des Tages. Die werden richtig. Die mich genommen Competition. Haben, Kapitän mit Haaland. Ich dachte, die sagen, okay, ihr beiden ruiniert euch jetzt. Bruder, aber ich sag euch ganz ehrlich, ich bin vor euch. Danke, Robin. Schießen, aber Bruder, diese 3000 Spotify, Bruder, das ist dein Herz. Bruder, Haaland und Eamon, so, ich liebe euch, aber eins habe ich nicht verstanden. Aber sie liebt den RS. Mehr Rapper als Mensch. Scheiße, ich hab Schaden. Wie kommt ihr auf 3000? 3000 Release, wie geht das? Zumal ich schon mal da war, ich 14, Digga, die machen mir da irgendwie... Villa, Bruder, ich kann Nomenreime, ich liebe Nomenreime über alles, Bruder. Oder wie das ist. Ja, ich hab das auch. Du hast 38 silbigen Nomenreime. Ja, Bruder, aber warum weiß ich die Regel davon? Ich kann's einfach, Bruder. Das ist wie angebaut. Wenn wir anfangen. Warum redest du rein, mein Bruder? Bruder, ich küsse dein Herz. Was ist denn hier los? Küsst das mit Ammo? Ey, ich hab sogar Bruder, mit Ammo. Ich hab Bananen, Ammo sogar. Bruder, aber was ist das? Ey, stopp. Guck mal, ich war so ein... Nein, stopp. Der Punkt ging schon weg, Bruder. Ja, aber stopp. Warte. Jo, könnt ihr die Songs machen? So, aber der Punkt, dieser Minuspunkt ging nicht wegen Nähe, Bruder. Nach diesem Flüstern... Stopp. Nach diesem Flüstern wurden... Wurden wir abgefuckt nach diesem Flüstern? Nein. Ja, aber er hat stopp, aber auch schon. Jeder völlig ernst, voll drin. Ilo nur, halt, stopp. Wieso geht das nicht? Danach kam eine Frage und dann hab ich irgendwann. Ey, Junge und so. Ey, guck mal. Okay. Ich hab Streitschlichterausbildung gemacht in 5. Klasse. Und wallah, das mit so einer Schutzweste. Ich steck mich zu mit Scheiße, ich esse Scheiße, was andere nicht essen wollen. Ich war schon immer Loser-Team. Aber irgendwie, ich bin jetzt in der Villa nicht. Ich hoffe, der rastet wieder komplett aus, ne? Oh, meine Mutter, dieser Mann hat so einen Hunger. Ich feier den so hart. Bruder, du denkst, der kommt aus dem Krieg, Bruder. Ich schaff meine Mutter, der kommt aus Krieg. Er war Bundeswehr. Walla, er kommt aus Krieg. Ich steh früh auf, ich bin im Modus, der Tag ist so kurz, also setz ich meinen Fokus. Das ist so eine Maschine, ne? Okay, okay, okay. Oder der Beat steht schon, Alter. Muss nur kurz Text umändern. Leben schon seit Jahren in der Scheinwelt. Schufa auf Bank, nicht mal 1 Cent, wir haben kein Geld. FZN-No-Block gestrippt, den Trigger bei Tageslicht. Schlipp dich ab, weil nix im Magen ist. Du bist Bluff, lass deine Story. Hör dir mal den an, Bruder, weil ich glaub, ich mach den direkt. Der heißt C, Bruder, für gleich, ja. Haaland kommt jetzt so wieder mit. Tiki, Taka, Ricky. Ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Man kann sagen, was man will oder so, ne? Aber Haaland ist in seinem Film, Alter. Den kriegt man da auch nicht raus. Und das ist echt, ich find's sehr unterhaltsam. Der ist voll drin. FZN-No-Block gestrückt, den Trigger bei Tageslicht. Schlipp dich ab, weil nix im Magen ist. Du bist Bluff, lass deine Story. Hör dir mal den an, Bruder, weil ich glaub, ich mach den direkt. Kick-Deck, Offensiv-Press, Kick wie Olympiken, FIFA-Street, ich bin Rivalry, Tricks mit Steve Regis. Okay, ich bin gespannt, wie das auf dem Beat klingen wird und alles. Leo war der, der gerade so ein bisschen abgehackter gerappt hatte. Sag ich dir ehrlich, ich weiß nicht, ob du dagegen ankommst. Ich sag dir ehrlich. Wie sieht's bei dir aus? Bruder, ich sag nur C, Bruder. Für Kapitän oder was? Kapitän für meine Mannschaft, Bruder. Vielleicht gibt's heute Kapitänswechsel, Bruder. Nein, glaub mir, Bruder. Da wäre ich mir nicht so sicher an deiner Stelle, mein edler Bruder. Glaub mir, mein Bruder, C bleibt. Bruder, wir schauen. Am Ende, Bruder, es ist eine Competition. Und möge der Beste gewinnen. Und schauen wir mal, Bruder. Gutes Spiel, Bruder. Wünsche ich dir auch. Gutes Spiel. Kam ein bisschen geskriptet drüber, ja? Nur ein bisschen. Okay. Komm jetzt! Ah.
Bandit, was sagst du? Bist du ready? Bruder, ich bin da, Bruder. Bist du da? Immer da, ja. Oder jetzt wird's wild, da? Ja, jetzt wird's wild, mein Bruder. Ja, Bruder, bist du bereit? Bruder, du weißt, wir sind jetzt für 2-3 Minuten sind wir ganz kurz Feinde, Bruder, im Cage, Bruder. Jetzt sind wir mal kurz Feinde. Ja, mein Bruder. Und danach können wir wieder Freunde sein. Ja, aber jetzt ist ernste Angelegenheit. Auf jeden Fall, Bruder. Und ja, Mann, ich sag dir auch, ich hab da was Wildes vorbereitet. Ich hab da auch was Gutes für mich, Bruder. Okay. Ich will jetzt Musik hören. Gib mir. Ich muss jetzt mal ganz kurz so Zwischenfazit. Ich finde es bei weitem für mich persönlich interessanter, unterhaltsamer als die Studioaufnahmen, muss ich ehrlich sagen. Ich fand die ein bisschen, für mich war die ein bisschen lang gezogen. Irgendwie hat sich das angefühlt. Und von daher, ich finde das jetzt sehr, sehr schön, auch von den Aufnahmen und alles. Ich glaube, das macht auch einfach, dass die raus aus Deutschland sind. Ne? Ich glaube, das macht auch sehr viel aus. Schöner Vibe. Also ich habe Bock auf die nächsten 8 Folgen, muss ich sagen. Okay. Junge, Maschinen! So, Challenge 1, Tag 1. Euch hat's erwischt. Ich sehe, ihr seid aufgeregt, 4 Gesichter. Gleich sind nur noch 2 da, leider. Ich drücke euch die Daumen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Bruder, eigentlich ist das unfair. Warum? Das ist so unfair, Bruder. Das ist unfair, gell? Aber wenn man sich diese 4 wunderschönen Männer anguckt, Bruder, dann will ich, dass 2 davon gleich weg sind. Verstehst du? Ja, Bruder. Ich feiere euch alle sehr krass. Sehr unterschiedliche Stile. Aber es wird so wehtun. Boah, bitte kein 2 Cliffhanger gehen nach Hause gleich. Auf jeden Fall heute. Bitte kein Cliffhanger. Ihr wisst, worum es geht. Okay? Und auch wenn die Reise heute endet, ich hoffe, es hat euch was mitgegeben. Diese ganze Show hat euch was mitgegeben. Und ihr macht danach was da draus. Weil das ist nicht das Ende, sondern das ist der Anfang eurer Karriere. Ja, okay? Gut. Jetzt, ich will 100% sehen. Let's go. Wer möchte anfangen? Mufasa. Boah. Okay, rein geht's. Schon seit Jahren in der Scheinwelt. Schufa auf Bank, nicht mal 1 Cent. Wir haben kein Geld. Nimm den Bankier, Sohn als Geisel. Es macht Sching, lass uns besser nicht ins Detail gehen. Ha! Lange Nächte mit Young Blood in Abuja. Wieder alles auseinandergenommen wie Bazooka. Lass das Chavos für mich tanzen wie Shah Rukh Khan. Noah Allah, Baby Girl, ich nehm dich mit nach Europa. Sie sieht das Funkel in den Augen, sie glaubt mir sofort, erzähle. Ich bin Banker, wohne momentan noch in New York. Laptop 409, hang mit Local Scammer Boys. Palmbein in rechter Hand, in linke dicke Ella Joint. Essen Ziegenfleisch mit Fufu, kein Chia Butter. 7-Jährige stichten deine Niere für $10. Keine Kindheit, bei uns gibt's kein Peter Pan. Einer Scammer, ein anderer Kriegsveteran. Uncle Innocent schickt Girls auf die Reeperbahn, damit die Familie in der Heimat gut leben kann. Hotel nebenan, klopft an der Tür. 4 bewaffnete Jungs wollen seine Tochter entführen, ey. Rekus, Bandit, 419er, Frankfurt City bis nach Niger. Direkt mit sowas? Und sie dreimal Young Blood. Krass, also ich dachte, die fangen jetzt auch an, ne, wie bei Icon, direkt Party-Songs, Sommer, direkt mit so einem brutalen, finde ich gut, macht direkt Bock auf das ganze Meer, sag ich mal. Ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, dass es mit der Zeit irgendwie immer noch geiler wurde, hatte ich das Gefühl. Ich finde die Kameraführung cool, generell, wie er sich gibt, ist gut, also nichts zu meckern gerade, macht Spaß. Engel am Tag und Teufel bei Nacht, Rekus, Bandit. 419er, Frankfurt City bis nach Niger. Dreh ein GB und sie dreimal Young Blood, Engel am Tag und Teufel bei Nacht. 419, ich brauche 1 Milli. Nicht für mich, sondern für Familie. Unterwegs auf Flucht vor. Okay, wir vergleichen gleich mal mit Dingens da, ne? Würde ich sagen. Macht mehr Sinn, wenn der Gegner auch
performt hat. Nebel, Wolke, Qualm aus Zivil. Mich, Cola mit Niger, Guinness. Meine Bitch auf Backseat, ist heiß und williger. So will ich das haben. Mach auf Flüchtling, wenn ich Bulle nach meinem Pass fragen, ey. Denn ich stepp durch die Nacht wie ein schwarzer Panther. Hautfarbe braun wie Dreisif aus Casablanca. Augen rot wie Tomaten vom Baba Ganja. Sie zieht dreimal und macht die Beine auseinander. Bin kein Metzger, doch Baby wird heute feinstes Fleisch sehen. Pisser gehen mir auf den Sack wie verschmierte Kleidcreme. Weil ich übertrieben Knacks hab, es niemals einseh. Werd ich alles dafür tun, dass ich auf die Eins geh. Legos, Bandit, 419er, Frankfurt City. Okay, ich muss jetzt langsam sagen, ist so ein bisschen für mich die Energie nicht raus. Also er hat immer noch trotzdem die ganze Energie und so weiter, aber für mich jetzt, sag ich mal, für so einen Contest finde ich es gerade zum Ende hin nicht mehr so spannend, aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, man muss eher vergleichen gleich. Monoton, aber geil. Ja, irgendwie sowas, ne? Irgendwie sowas, ja. GP und sie, dreimal Youngblood, Engel am Tag und Teufel bei Nacht, Legos. Aber ein stabiler Straßensong, würde ich sagen. Also. Niner, Frankfurt City, bis nach Niger, dreh ein GP und sie, dreimal Youngblood, Engel am Tag und Teufel bei Nacht. Okay. Sehr, sehr, sehr stark. Jetzt bin ich gespannt. Du hast auf jeden Fall hardcore vorgelegt, Cousin. Stolz auf dich. Ach, Bruder, direkt ich Feedback. Ich will nur wissen, wie es weitergeht jetzt. Ja. Haaland hat nächsten. Druck. Fühl ich, ja, fühl ich. Bruder. Haaland fühl ich. Hat Druck. Ja, ja. Haaland! Als nächstes bitte. Okay, ich bin mal gespannt jetzt. Offensivpress, Kick wie Olympique M, FIFA Street, 7 Ribéry, Tricks mit D-Square Jeans, auf Gel Venture S-Express, ich wie Frank Lampard Taktik, ein Doppelpass, Wolle spann, schieß so wie Benzema Hattricks. Tunnel Rabona, eine Mangostan, Joa Marokkan, German Trikot, Karatilo, aus unterster Schicht, so wie Celta Vigo, lass alle aussteigen wie Endstation, mit Elastikos. Zieh in mein Ghetto, la Capite. Zieh libero, à la Jara Piqué. Hey, Bene, Bene, Trikot in den Bele. Was ich jetzt aber gerade sagen muss, ne? Ich finde gerade, weil irgendjemand meinte hier, ne, ich kann diese Richtung nicht mehr hören und so. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie diese Richtung irgendwie jetzt gar nicht mit den Sachen von Icon vergleichen kann. Ehrlich gesagt, weil ich finde, erstens der Beat, ja, es geht so ein bisschen in diese Marseille, eher so in diese, wie heißt es, in diese Richtung. Nicht Afro-Trap, sondern Dingens. Aber ich finde halt, seine Stimme harmoniert krass, finde ich, so. Und er ist halt eher ein Vibe-Rapper, finde ich, ne? Und das ist halt jetzt so eine, ist halt ein Battle, ne? Willst du eher so einen Vibe-Song oder willst du eher einen Mufasa haben? Ich sag euch ganz ehrlich, es ist ein Contest, ihr seht, wo es spielt und so weiter. Ich glaube, diese erste Runde wird Haaland gewinnen. C, La Capitaine, Tarzan Haare so wie Cavani, mein Magazin lädt, Scharfschütze, trefft Zahnlücke wie Grasblüten. Gib hier im Ghetto, grüßt man sich mit Salam, wie geht? Hör Achasirin, rennen weg vor Taharia. Haare, Muki, Dschungel, Bo. Tous les jours, Kunde ruft, tous les jours, Aua, wie Aquila. Ich muss sagen, Performance fand ich bei Mufasa ein bisschen geiler tatsächlich. BNL, KNL, Uniso. Zieh in mein Ghetto, la Capitaine. Zieh libero, à la Jara Piqué. Hey, Bene, Bene, Trikot in den Bele. Zieh in mein Ghetto, la Capitaine. Ich verstehe, was ihr meint, ja. Live-Performance wäre da, glaube ich, auch nochmal spannend. Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, wie gesagt, für einen Contest, ich denke mal, er wird eher gewinnen. Also zumindest bei dieser Runde gehe ich davon aus. Ich glaube auch, dass das Sammys Geschmack ist, ne?
Gehe ich mal von aus, ne? Ich finde, wie gesagt, es ist nicht vergleichbar mit Icon, aber ich kann jetzt gerade auch nicht so viel damit anfangen, ehrlich gesagt. Aber ich kann auch verstehen, dass Leute ihn feiern, sage ich ganz ehrlich, weil ich finde, da ist nochmal ein bisschen was anderes als zu dem Afro-Trap und so weiter, ne, und so weiter und so fort, was wir jetzt die letzten Monate so viel gehört haben. Ich finde schon, dass es nochmal was anderes ist. Es ist nicht meins, aber ich verstehe schon, warum er Fans hat. Ey, das ist so geil, wie die da sitzen, ne? Wie die sich ihr Teechen gönnen. Also, das ist schon ein Vibe. Bro, Harlan, was soll ich dir sagen? Wenn, Digga, jetzt, noch, wenn jetzt noch geileres Wetter wäre, ne? Ja, wirklich, wirklich krass nachgelegt, auf jeden Fall. Damit haben wir das Battle zwischen Harlan und Mufasa auf jeden Fall fertig. Jetzt würden wir gerne die nächste Gruppe, die nächste Battle-Gruppe. Natürlich nach vorne wird noch nicht entschieden. Bitten. Einmal Leo bitte. Leo, Digga! Natürlich, natürlich noch nicht. Okay. Boah, bevor es losgeht, ich sag ehrlich, letzte Runde. Pada hat für mich, war eine Überraschung, hat für mich so hart abgerissen. So hart abgerissen, wie er da reinkam. Ist zumindest jetzt im Voraus eher meine Wahl. Ich bin gespannt, was sie jetzt machen. Bitten einmal Leo, bitte. Leo, Digga! Okay. Leo. Hey. Leo Labandi. Dann, dann, dann. Rapper Rü. FC Beatsmacher. FC Denno Block. Leo, du weißt Bescheid. Er will Namen, doch ich sage nix. FZN auf Block, ich drück den Trigger bei Tageslicht und ich hab, wenn nix im Magen ist. Du bist Blöfflers, deine Story. I'm not sorry, deine Chick will an mich ran, ich mach sie weg, ten ihr Body. Viola Phänomen, fuck them all, I'm better than them. Pussy, sag, wohin willst du rennen? Kann die Angst in deinen Augen erkennen? Ich fick dein Fame, gib mir mein Money. Kenn die Strat auch ohne Navi. Bricks, dry mit Jim Beam Honey. Kick kein Part, sie will mein Curry. Du bist reich, mach nicht auf Hut. Jeden Tag unter Druck. Lauf ein Tag in mein Schuh, schon nach zwei Stunden gehst du kaputt. Aussicht blaulich, gelbe Briefe. Was für Gradios, ihr seid Schiefe. Häng am Block mit Downer und Diebe. Ich hol mir, was ich nicht kriege. Ich bin am Block, hier gibt's kein Louis und kein Prada. Wo ich wohne, ist wohl warmer. Du kommst mit zwei, drei Mann, ich komm in mein Katana. Alles echt, kein Blabla. Sagt wann und wo, ich komm vorbei. Hast du deine Männer dabei? Pop-Pop, Drive-By, sag, wer von euch hat Bälle verteilt? Wie in Jester zu seiner Zeit, steht im Zentrum über sich. Ich muss sagen, einerseits gefällt mir das, was er darauf macht. Andererseits muss ich auch sagen, kommt mir auch langsam ein bisschen monoton rüber. So, wisst ihr, was ich meine? So diesen Flow, dieses dum 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 dum, ne? Immer dieses abgehackte, leichte. Hook hat mir einen Ticken besser gefallen irgendwie als bei Harlan, muss ich sagen. Bei Harlan fand ich dafür das, was ich verstanden habe, auf jeden Fall lyrisch ein bisschen interessanter. Und das meine ich, wenn ich Bock auf so eine Mucke habe, dann würde ich mir eher andere Künstler reinziehen als Harlan zum Beispiel. Ja, der hat auf jeden, also ich finde jetzt auch Leo hat auch auf jeden Fall was Eigenes. Ja, so vom Stil her. Ich finde auch von der Performance, da finde ich ihn ein bisschen interessanter als Haaland. Aber da, gegen den battelt er ja nicht. Das ich bei dem Chip vom Boss wie Michael J. White. Kein Prozent Integration. Auf Arsch nicht auf Ballon. FFM nicht Chicago. Ich bin G, kein Givato wie Di Marco in Milano. Ich mach nur groß, mach's wie Pablo. Sag Selam. Wobei, wo ist seine Performance jetzt besser? Ja, nee. Ich glaube, das sah einfach, glaube ich, ein paar Moves sahen ganz cool aus, glaube ich. Deswegen. FFM nicht Chicago. Ich bin G, kein Givato wie Di Marco in Milano. Ich mach nur groß, mach's wie Pablo. Sag Selam, sag nie Hallo. Treffer Claudio Pizarro. Leo Labandit ist fresh. So Leo Labandit ist fresh. Okay, so ein bisschen macht da Abwechslung rein, ne? Aber ich. Weiß nicht. Irgendwas. Mann, das hört sich alles so schnell, so monoton an. Warum? Sind die Songs so lang oder was? Bisschen Cash, Tom und Jerry mit Gesetz. Am Ende komm ich immer weg. Mach weg, ein Kilo. Undercover, tranquilo. Observation von der Kripo. Mach Show, sonst ist finito. Was machen die? Ich bin am Block, hier gibt's kein Louis und kein Prada. Wo ich wohne, ist wohl Drama. Du kommst mit zwei, drei Mann, ich komm in mein Katana. Alles echt, kein Blabla. Nicht ganz
ich ganz cool. Ich habe so bei dem das Gefühl, dass ich glaube, der könnte so mit der Zeit noch interessanter werden. So wie es jetzt, glaube ich, ist noch nicht so ganz meins leider. Weiß nicht, gerade so vom Flow her habe ich das Gefühl, irgendwie ab und zu könnte da irgendwie mehr gehen, habe ich das Gefühl. Leo, ordentlich vorgelegt. Sag ich dir ehrlich, super Song, ich fühle den immer, ich liebe deine Flows. Und mal gucken, was die Konkurrenz macht. Pada! Auf geht's, ja, Digga! Ja, der frisst den auf, oder? Der rastet doch jetzt komplett aus, oder? Klingt auch direkt düsterer, ne? Komm! Ich steh früh auf, ich bin im Modus, der Tag ist zu kurz, also setz ich meinen Fokus ab in den Lotus, fahr ins Gym, hab Ex die Lokus und Bares im Sinn, ist egal wo ich bin. Es fahren die Sokos, wir hängen im Laden, sie laden die Canon, pop, 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 aber schieße nur Fotos. Sitz im Mercedes CLS, geh aus dem Weg, ich komm zu spät. Jetzt wollen sie reden, schwing doch, ich hab doch Pakete hinten drin. Ich geb Gas, Nitro, wird schizophren wegen den nächsten Drück im Park, in Siedlung, schau in die Spiegel, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Lieber Gott, so viel Probleme kann ich sehen. Seit wann singt er so viel? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Seit wann hat er so eine Stimme noch dazu? Drück Paket von A nach B. Aus der Mentalität sind gefangen im Käfig. Salijama, Franz Zapari, Chef Ola, das fick ich. Spiel Räuber und Sandam auf Kawasaki, fick Police. Aus der da, aus der da, Mentalität. Gib mir den Beat und ich mach ihn zu Sladdy. Leben ist Krise, ich hol mir mein Money. Kick down im Vito, ich fick auf die Kripo. Ich platz in dein Bunker und hol mir dein Abi. Ich hab keine Zeit, bin im Dribbel, du weißt. Der Zeiger am Ticken, der Jibbel, das heißt. Draußen im Dschungel, ich klau dir die Kunden. Ich zeig dir die Gegend, da wo wir verteilen. Auch da muss ich sagen, ja, Haram Cash und ich weiß nicht was, kein Plan. Scheiß mal auf die Wortwahl, Alter. Ich finde den, der Typ ist krass. Wirklich. Das mit dem Gesang habe ich völlig vergessen. Ich habe wirklich nur noch die letzte Runde im Kopf gehabt, wo der halt auch rap-technisch komplett rasiert hat. Und ich finde, er bringt gerade eine unglaublich gute Abwechslung von Rap zu Gesang. Schöne Töne dabei, finde ich auch. Also, nice. Der hat bei seinem ersten Song damals auch der hat Xavier Naidoo gesungen? Ach du, dann muss ich aber unbedingt mal reinhören. Was? So viel Probleme kann ich sehen. S'il vous plaît. Hey, s'il vous plaît. Das sagt, glaube ich, sonst keiner bisher, oder? Das ist ein neues. Also nicht ein neues Wort, sondern ein paar neue französische Wörter. S'il vous plaît. Drück Paket von A nach B. Aus deiner Mentalität sind gefangen im Käfig. Salijama, Franz Paris, rennt voran, just dick dich. Spiel Räuber und Sander auf Cover. Früher waren sie alle, ne, wie war das nochmal, alle Arabs sind heute Latinos, heute sind alle Franzosen, jawohl. So ist es, so ist es. Stabiler Typ, magisch. So. Magisch. Tag 1 endet, Challenge 1 endet, aber die Entscheidung steht fest. Geht aber ich noch muss lang, euch ne? schweren Herzens also, sagen. Wir waren am Anfang etwas uneinig. Nein, kein wir Cliffhanger. Wir haben eine hitzige Diskussion gehabt. Zurecht. Kein Cliffhanger. Zu Recht, Digga. Weil nein. Man muss euch dickes Lob aussprechen. Ihr alle habt gute Songs gemacht. Ihr habt euch von eurer besten Seite gezeigt. Ja, muss man ehrlich sagen. Leo. Ich liebe deinen Flow. Du gehst immer nach vorne mit deinen Songs. Du bringst Power. Du bist einzigartig. Und ich bin richtig glücklich, dich in der Top 15 oder Top 18 im Finale hier haben zu dürfen. Adam, Bruder,
Jedes Mal lieferst du ab, jedes Mal beweist du auf jeden Fall, dass du auch auf jeden Fall ein kleiner Star schon bist. Ich sag gerade für mich, best of both worlds, Haaland für diesen Stil, für dieses Genre, ich glaube, das wird da gerade in diesem Contest noch, glaube ich, mit der Zeit öfter noch gut ankommen. Von daher würde ich, glaube ich, eher Haaland erste Runde und zweite muss ich halt, auch wenn ich Mufasa auch stark fand, muss ich sagen, aber ich glaube Pardar. Haaland und Pardar. Pardar für mich, wie gesagt, ich glaube, Pardar würde ich auf 1 sehen, für mich persönlich. Und wie gesagt, Haaland eher, weil ich kann es verstehen, dass man das feiert. Und wie gesagt, meins ist es noch nicht, aber wer weiß, keine Ahnung. Aber ich verstehe, dass man so einen Stil, so ein Ding auch bei diesem Contest haben möchte. Deswegen, ich würde sagen, die beiden. Und deine Songs sind immer sehr, sehr frisch, gut verdaubar. Zeitgemäß. Das ist genau das, was die Leute heute haben wollen. Oh, Bruder, der hat ja wunderschöne Wimpern. Mensch! Wollen so. Hat der Kajal drauf? Ja, Bruder, egal wie es heute ausgeht, mach auf jeden Fall weiter, Bro. Pardar, du hast dich letzte Runde gefunden, auf einem neuen Style. Er kam sehr gut an. Ist der Hype aber nur von kurzer Dauer? Oder hast du dich auch heute durchgesetzt? Hat er. Mufasa, mein Bruder. Oh. Du weißt, ich feier dich hart. Ich hab gestern das sieht schon nach. Das sieht nach. Ich mach dir ein Beat oder was auch immer. Schmerzhaft aus. Weil ich mag deinen Style, ich mag deine Stimme, Bruder, deine Performance. Heute wieder sehr stark. Auch in welcher Geschwindigkeit auch manche hier die Songs abgeliefert haben. Das ist wirklich krass. Sauber, ja. Ja, wirklich, ja. Wirklich. Mufasa, egal wie es heute ausgeht, du weißt, melde dich bei mir auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr nehmt heute klang schon nach Hause. Das Ende als euren Anfang und ihr gebt richtig Gas. Es sind sehr viele Augen gerade auf euch gerichtet. Haaland, Mufasa. Haaland, ich muss leider schweren Herzens sagen. Der ist weiter. Der trollt. Dass du uns noch einige Zeit begleiten wirst und uns aushalten musst. Du hast es geschafft. Ich wusste es. Das war irgendwie. Ja, Mufasa, Bruder, wie gerade schon gesagt, du weißt ganz genau, wie ich persönlich. Ja, ist halt, ne, dieses Battle, Straßensong oder halt Partysong. So, einerseits möchte man natürlich bei dem Contest, bei diesem Vibe von diesem Dingens bleiben und so weiter, ne? Und man hat ja auch bei Icon gesehen, es funktioniert und so weiter, ne? Aber ich glaube halt, Mufasa auf sowas anderem hätte, glaube ich, wäre nicht so geil gewesen. Ich glaube, er hat schon richtig gemacht, ne? Musik und zu deinem Style so. Einzigartig, sauber, übrig, sehr stark. Ja, es war so schwer, das zu entscheiden. So. Du bist ein kompletter Künstler. Du kannst singen, du kannst rappen, du kannst alles. Und wenn du nichts aus dir machst, dann weiß ich auch nicht. Danke, dass du dabei warst, Mufasa. Pardar Leo. Am Anfang waren Abaya und ich getrennter Meinung. Abaya hat was gesagt. Ich habe was gesagt und wir haben diskutiert. Doch eine Sache ist sicher. Einer muss gehen. Du hast die Qual der Wahl. Ich habe die Qual der Wahl. Ja. Tja. Ich glaube. Ja, ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll, weil für mich ist es schwer, für uns ist es schwer, aber für euch muss es auch schwer sein, so man tritt. Ihr seid ja na, keine komm Feinde, schon, Alter! Was, weiß ich. Nein, man tritt gegen seinen Bruder an. Man hat sich vielleicht lieb gewonnen in dieser Zeit. Ich meine, man lebt jetzt auch auf engem Raum hier zusammen. So. Und es muss für euch bestimmt auch schwer sein, euren Bruder jetzt zu verabschieden. So. Aber wir sind nach langer Diskussion mit dem ganzen Team zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns heute von Leo verabschieden müssen. Ja. Aber das war, ja, wäre auch meine Wahl. Ich freue mich natürlich, Pardar ist weiter. Ich dachte, ich stecke das lockerer weg. Aber ich merke, mich belastet das auch. Merkt man. Es ist das erste Mal Rap La Rue und ich bin irgendwo ein Fan von euch geworden. Ich höre eure Musik privat, so.
Meine Tochter singt Mufasas Lied bis heute noch. So. Und ihr seid so in mein Leben reingekommen. Und es macht mich echt traurig. Boah, das muss, ich sag euch ganz ehrlich, das muss so hart sein, wenn das deine Show, dein Baby ist und, ne? Und dann musst du, ja, aber so ist es halt, ne? Das ist es halt. Mufasa muss weiter gegen Haaland. Darum will ich mich nochmal persönlich von euch verabschieden, vielleicht mit einer kleinen Umarmung. Aber wie gesagt, hart Geschmackssache, ne, Leute? Hart Geschmackssache. Ich verstehe, dass ihr Mufasa stark fandet. Ich fand Mufasa nicht am Anfang direkt, aber so gegen Mitte fand ich geil, Alter. Zum Ende hin fand ich es ein bisschen abgeflacht, aber ist nicht weiter schlimm. Fand ich geil in der Mitte, Mann. Bei Haaland muss ich sagen, es ist gar nicht meine Musik, die ich privat höre, zumindest auf Deutsch so. Von daher nicht meins, aber ich habe trotzdem natürlich verstanden, warum andere den feiern und seine Musik feiern. Ich konnte bisher auch nichts oder ich kann nichts mit ihm anfangen. Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt so. Aber ja, Mufasa war da viel besser, no hate gegen Haaland. Aber auch das ist, Geschmackssache halt, ne? Danke, dass ihr da wart. So ist es halt. Ihr habt das richtig krass gemacht, Digga. Steinflipper, alles mein Bruder. Und wie gesagt, Straßensong gegen einen Afro etc. Song antreten zu lassen. Ey, da wirst du polarisieren und ne? Ja. Was willst du machen? Und kein Cliffhanger. Kein Cliffhanger. Danke, dass ihr da wart. Ja? Rap La Rue auf jeden Fall, es war mir eine Ehre. Walla Leona Bandit, GTD ist Hit geblieben von Rap La Rue 1. Oldschool OGs. Und ja. Warum muss das hart sein, dass die jetzt einfach weg müssen wieder? Scheiße. Gerade angekommen. Sehr abgekommen. Sehr viele Türen geöffnet. Ja, auf jeden Fall. Fass ab, Poren, nein. Ihr werdet noch sehr, sehr viel von mir hören, so Gott will. Und Mensch, wer weiß, Walla bei Rap La Rue 2 habe ich gehört, gibt's auch, gell? Ja, ja, Rap La Rue 2 kommt auch. Man weiß nie, wen man wieder trifft. Ach, weißt du, wie ich meine? Weil in Marrakesch habe noch keine gute. Vincent, gleich bitte. Gleich. Ja, gleich. alle, jetzt fliegen alle. Verdient weiter Haaland und Pada, meine Brüder. Walla, viel Erfolg euch gönnen. Beiden. Man muss gönnen. Und an können. Alle anderen Kandidaten natürlich auch. Danke sehr nochmal, Rap La Rue. Ja, ihr werdet noch viel von mir hören. Lagos Bandit, macht den Pre-Save, lasst uns Gas geben. 419 Mufasa in the building, we're gonna make it big. Versteht ihr? Runter. Ja, die haben verstanden, ne? Auch ein Abgang muss würdevoll sein. Alter, einfach ein Brunnen im Wohnzimmer, Junge. Wie geil. Schon schön gemacht, Mann. Schon schön gemacht. Das war cool gemacht, Mann. Mit den oben und so weiter. Wow, wir sind hier. Unglaublich schön. Wow. Das ist gerade ein richtig epischer Abgang. Also nicht Abgang, also Outro, Ende von der Folge. Keine Ahnung. Voll schön, Mann. Boah, was ein schönes Outro, Mann. Wow. Die ganze Folge, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr schön, wirklich. Tag 1 vorbei. Und leider haben uns Leo und Mufasa verlassen. Trotz sehr starken Songs. Ja? Ein Applaus erstmal für die Jungs. So. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt weiter.
und die nächste Challenge für morgen, Tag 2. Wir bestimmen jetzt schon zwei Teams. Wie ernst Illo guckt. Erklärt. Oder weißt du was, Haaland, du hast diese C schon an. Komm nach vorne, Haaland. Geh zu Arbeit. Okay. So, am besten auf die Seite. Ich wähle jetzt einen Captain-Cousin. Und mein Captain wird sein... Ich muss hier ein bisschen Druck machen. J.U. J.U. Bitteschön. Pass auf. Ihr tretet morgen gegeneinander an. Team Haaland gegen Team J.U. Die Challenge heißt Bring the Money. Wir teilen euch jetzt erstmal in zwei Teams auf. Hat jemand eine Euro-Münze? Ist das jetzt... Gibt's Kopf oder Zahl? Hat das was mit Kopfgeld wieder zu tun? Nein, oder? Haaland, Kopf oder Zahl? Kopf oder Zahl, okay. Kopf. Okay, Haaland. Du darfst jetzt 7 Leute in dein Team rufen. Ja, ich nehme einmal direkt Pader, weil der mit mir hier gewonnen hat, Bruder. Stabil. Direkt eine Allianz, ey. Okay. Dann ich auf jeden Fall mein Youngster Ammo. Komm her, mein Bruder. Okay. Applaus ein bisschen für Ammo, ey. Jawohl, Applaus auch, ey. Bruder, jetzt wird angespannt. So. Gio Montana Assad. Hat der eine Winterjacke an? Ja, du? Der hat einfach eine Winterjacke an. Gino natürlich, mein Haraga. Okay. Einmal Elvin, einmal Kauta. Oh, Ich glaube, wir müssen gegeneinander. Nein. Keine Sorge. Einen hast du noch. Aber, ey, was machen sie denn nach, was dich stört? Also zum Beispiel das mit dem mit der ersten Challenge, sobald die in die Villa gekommen sind. Ja, das war genauso, aber im Endeffekt haben sie ein Rap-Quiz gemacht und danach nochmal mit ein musikalisches Battle. Das fand ich, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr fair und fand ich besser geregelt. Also von daher, ja, es sind vielleicht ein paar Parallelen und so weiter, aber ehrlich gesagt finde ich, bisher sind die Sachen gut gelöst. Also. Okay, nice! Immo Gang, komm zu mir! Komm zu mir! Ich wollte euch alle genau in dieser Reihenfolge haben. So, einmal kurz richtig zur Seite. Das ist einfach der Split. Genau, einmal richtig zur Seite. Okay. Kurz zur Erklärung von Challenge Nummer 2. Ihr werdet morgen in die Stadt von Marrakesch gehen. Und als Straßenmusiker was? Geld what the fuck? Für euer Team verdienen. Wallah, ich hab den besten Team. Pass auf. Du alleine. Ihr werdet einen Hut auf den Boden stellen. Ach, alleine. Alleine. Kann ich meine Tattoo? Ja, genau. Das ist die Challenge für morgen. OG! Oh, fucking G! Ich mag ihn! Ich hoffe, ihr seid alle ready. So seid ein alle sympathischer Typ, Alter. Letzten Gas, Song Alter. Abgecheckt. Wichtig. Unglaublicher Sonntag, Song gewesen letzte Woche. 18 Uhr. Wer das ist OG. OG heißt er. Ist ein Künstler, hat letzten Freitag tatsächlich einen neuen Song rausgebracht, der meiner Meinung nach unglaublich stark war. Sehr eigener Style, sehr starker Typ, muss ich sagen. Okay, ich freue mich auf nächste Folge. Also unterhaltsam war es bis zum geht nicht mehr. Wie gesagt, nach Geschmack, ich bin auf jeden Fall Pada-Fan. Ich finde, er hat hier beide Seiten gezeigt, Gesang und Rap. Und das auch noch auf so einem Beat. Also von daher, lecker. Lecker, sehr schön, sehr schön.